Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Palia. Ich habe im Vergleich zum letzten Mal nicht wirklich viel gemacht. Ich habe auch nicht irgendwas toll umgestellt. Wir sind eigentlich nach wie vor so hier wie beim letzten Mal. Ich gehe jetzt einmal durch dieses Tor hinter mir und werde nur mal jetzt schauen, weil wir brauchen immer noch Stunden, bis das Haus fertig ist. Wir werden jetzt einmal schauen, wie das hier weitergeht, dann mit welcher Quest da kommt. Ich bin jetzt hier am Rand. Der braucht wieder was von mir. Was will denn der jetzt wieder? Nee, ich will mal... Das Spiel sagt mir nicht, welche Quest da ist. Ich will jetzt mal schauen, welche Quest in dem Gebiet da drüben ist, dass ich weiß, welche hier rüber anpeilt und welche woanders anpeilt wird. Das kann es ja sonst so nicht sein. Müssen wir irgendwie hinkriegen. Hallo Welt. So. Gehen wir mal nach links. Ich habe das Problem nämlich, dass ich diese Kupferaxt theoretisch kann, aber mir fehlen die Baren dafür. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo ich die herkriege. Noch nicht. Aber ich vermute mal, dass man das Rezept wo kaufen kann. Und dass ich hier wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht dran bin. Nein, ich habe Berger noch nicht ausgegeben. Ja. 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 Leute, haben wir es nicht gesagt? Genau das. Brauchen wir. Keramik kaufen wir auch gleich. Kaufen wir auch gleich. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich soll einen großen Rucksack kaufen. Scheiße, was... Ha, fuck, was hat denn der Rucksack jetzt gekostet? So ein Mist. Aber gut, okay, ich kann dafür was. Ist ja nicht so, als ob ich nichts dafür gekriegt hätte. Yep. Yep. Gut für dich. Anscheinend komme ich da ja noch nicht wirklich so weit gerade. Aber wir kriegen es hin. Kriegen wir ihn, schaffen wir schon. So wie auch sonst alles. Das kriegen wir hin. Speak to me. Nayuma. Ich bin Nayuma. Hallo, ich bin Wicked, Nachname Core. Ich arbeite für meinen Vater in den Minen. Zumindest habe ich das früher getan, bevor er sagte, es sei zu gefährlich. Nicht, dass ich mich bei einem völlig Fremden beschweren wollte. Tut mir leid. Ja, beschwer dich, kein Problem. Es ist schön, dich kennenzulernen. Schön, sie kennenzulernen. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Warte, ich habe gerade gesagt, vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Kannst du mir ein Segelflugzeug bauen, bitte? Oh, da kann ich helfen. Ich habe mich in letzter Zeit mit der Fehlersuche in meinem Segelflugzeug beschäftigt und brauche eine Reihe von Test-Sub-Freiwillige, die mir bei der Aerodynamik und so helfen. Ich würde es ja selbst machen, aber mein Vater ist in letzter Zeit sehr überfürsorglich. Er lässt mich nicht in die Minen, er lässt mich nicht von Klippen springen. Igitt. Na, komisch. Wenn du Interesse hast, kann ich auch für einen für dich machen. Bring mir einfach diese Sachen. Welche? Sind keine Freunde, obwohl es die gleichen Kinder sind beide. Ja, komm. Danke. Stoff und Leder. Na gut. Bringen wir schon hin. Aber ihr seht's. All meine Quests, was ich noch habe, sind nicht hier.
die ich verfolge. Wo ist ein Zekis erweiterter Rucksack? Also ich kann gegen seine ja woanders. Ach, ich bin ein Depp. Machen wir mal kurz da die Rückreise. Das geht ja angeblich alle paar Minuten, habe ich mal gesehen. So, das ist ja meine Versandkiste hier, gell? Nächste Lieferung, eine Minute. 13. Nee. Ich wollte ja eigentlich eben genau das. Das ganze Zeug hat ja nicht wirklich einen Wert, ne? Eigentlich. Zumindest keinen wirklichen Nutzen. So, das wird jetzt abgeholt. Jetzt muss ich mal schauen. Was kann ich denn eigentlich hier machen? Ich kann ja nicht so wirklich viel tolle Sachen. Ja genau, Kupferbahn und den gewöhnlichen Professor Spitze Rauchbomben. Sägemüll habe ich, Schmelz, Aufführungskiste, Lagerfeuer. Ich habe ja alles eigentlich soweit gemacht. Eigentlich müsste ich jetzt ja wirklich Kohle machen. Und jetzt mal kurz was nachschauen. Mit der besseren Axt kann ich natürlich bessere Sachen killen. Ich meine, ich könnte auch schauen, das kann ich aber so auch, ob der Unterschied zwischen Stein und Ding nur die Verarbeitung ist. Ich brauche... Wert ist 1. Wert ist 2 Steine für einen Sohn. Was im Endeffekt dann jetzt da 3, dann den Wert erhöht. Ist mal okay. Ich meine, ich glaube auch noch immer, dass mit Anbauen man recht gut irgendwie Geld machen kann. Ist jetzt die Frage, worum es in dem Spiel jetzt eigentlich geht. Geht es jetzt wirklich nur darum, jetzt Kohle machen, um Möbel zu craften, nur damit ich dann halt ein Haus habe? Oder habe ich jetzt noch irgendeinen anderen Zweck eigentlich? Mal gleich anschauen. So. Hey, das hat überhaupt keinen Sinn. Gleicher Wert. Sind wir da drin? Und Dari, hallo! Ich habe einige neue Rezepte auf Lager, dass wir uns das gut in der Auswahl zu verbessern. Wenn du die Möglichkeit, ein paar Eisenstangen zu schmieden, um sie zu verkaufen, noch nie dem Geldbeutel geschadet. Gerne. Gib mal was. Jetzt muss ich kurz was nachschauen. Mir hat ja da wer was Tolles geschrieben. Der Leopoli! Ich wusste, ich kenne ihn. Nein, ich wollte nicht sicher gehen, dass ich keinen Blödsinn rede. Der sagt, der macht das meiste Geld mit Fisch und Fleisch gegrillt oder mit den Leuchtpflanzen. Ja, die Leuchtpflanzen habe ich auch. Es ist halt jetzt nur die Frage, brauche ich die mal für irgendwas anderes auch? Nö, oder? Also, jetzt brauchen wir Kohle. Ist mal klar.
Das Horn, das hebe ich mal auf, weil das die Dinge erlegen ist jetzt nicht unbedingt zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Das darf auch mit. Darf auch mit. Ja, komm, wo kommt denn die Kohle retour dann eigentlich? Na, egal. Fisch brauche ich zwei. So, die habe ich alle hergeben. Das darf auch weg. Ah, haut hin. Das kann ich auch so verkaufen, wenn ich jetzt schon am Weg da wohin bin, nehme ich es mit einfach. Na dann, gehen wir. Schauen wir sich mal um zu unserem Ding. Gehen wir mal was verkaufen. Sind ja gerade am Weg. Also einen wirklichen Geldguide habe ich da jetzt nicht irgendwo parat, aber glaube ich gibt es auch nicht, weil im Prinzip kann man alles einsammeln und einfach verscherbeln. Es ist halt das Problem, dass die verschiedensten Stellen an verschiedensten Sachen, Orten, verschiedensten Teile an verschiedensten Orten verkauft werden. Das ist ein bisschen ein Problem, finde ich, weil es ein bisschen schwierig macht. Hier generell einmal irgendwie auf der Auflinie zu bleiben. Weg. 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 Jetzt ist eigentlich gleich nichts verkaufen. Bringt zwar nichts, aber es bringt wirklich nichts. Ich bin mir relativ sicher, dass ich mit den Pflanzen hier einiges machen kann. Da bin ich mir wirklich sicher. Die Katze hier. Glückskiste. Wer hat mir jetzt bitte erklärt, dass das Zex irgendwas ist? Woher soll das Zex ist? Woher soll ich wissen, dass das der Zex da ist? Ah! Hi, du hast gerade mehr Platz bekommen. Spare weiter, um deine Taschen noch weiter zu vergrößern. Gerne. Was heißt das? Ich habe eine dritte Reihe dazu gekriegt. Okay, auch erledigt. Läuft. Läuft bei mir. Das muss ich nicht verfolgen. Das ist ziemlich nutzlos. Stoff, Leder und Splintholz. Leider nein. Gut, untersuche den Schrein, wo ich herkam. Macht mehr Sinn. Der ist ja die Blickrichtung vom Charakter eben, das klarerweise, also das macht jetzt so mehr Sinn, ja. Ich hab's mir überlegt. Doch nicht. Ah!
Eigentlich hätte ich gern schon irgendwie so eine Liste, wer hier einen Shop hat. Das hätte mich nämlich eigentlich deswegen ziemlich interessieren. Library, Furniture, City Hall, Tailor, General Store, Taverne, Blacksmith. Nehmen wir es mal da vorne. Ich meine, ich schaue sie jetzt halt einfach überall jetzt rein. Leder, Stoff. Sehr gut. Alles gefunden, was wir brauchen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt brauche ich irgendwie Kohle. Ja, na dann. Wir könnten mal wirklich schauen, dass das eine Quest noch machen und dann gehen wir fischen. Erst jetzt kommt's ja gerade. Ich hätte ja. Geht nicht schon wieder. Kann ich das eigentlich auch fällen? Ja, kann ich. Cool. Cool. Lass mich da rüber. Dann lass mich nicht rüber. Falsche Richtung. Habe ich schon besser getroffen. So, jetzt hat sich deswegen das erledigt. Danke auch für den Tipp, Leo. Bin X. Das Waffe wegstecken, das finde ich immer so lästig, wenn das gar nicht geht. Wir hätten übrigens schon, das habe ich ja vergessen, schon schmelzen können. Kommt wahrscheinlich auf Kupferbahn. Offering to the Phoenix. Focus Bonus 25%. Quest abgeschlossen. Ja, brauchen wir Kohle. Ja, dann ist es aber wirklich jetzt derzeit einmal an der Zeit, wieder nach Hause zu gehen, kurz. Weil ich müsste, ich weiß nicht, was ich brauche zum Schmelzen von Kupfer, aber ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwie jetzt Kupferbahnen machen kann. Und dazu muss ich aber ganz ehrlich sagen, die müssen ja dann was wert sein auch.
Außerdem habe ich leider auch überhaupt nichts mehr zu schießen. Also ich könnte mir ja so und so nichts mehr erlegen, zumindest von den Tieren her. Aber vielleicht könnte ich mit der Kupferaxt die großen Bäume fällen, dann hätte ich da drin wieder mehr Mats für mich. Hui. Gespannt bin ich auch, wie lange das Spiel lebt. Man sieht ja keine Zahlen, also Spieler. Sind das 100, 1000, 10? Das ist halt das Problem jetzt, so. Bei sowas, dass man das jetzt nicht weiß. Haha! 21 Wert. 4. Verarscht mich doch, oder? 4 mal 5 ist 20 und der ist 1. Also 3 Minuten. Nur um... Oh, mein Lager. Haha, das geht. Cool. Das ist laut. Also 3 Minuten nur für das ist eigentlich... hart. Damit das da praktisch keinen Wert mehr hat. Das finde ich jetzt ein bisschen gar schlimm, dass das so funktioniert, aber ist okay. Was die ganzen Viecher dahergeben, braucht es eh für nichts. Was ist denn das? Ein kleiner Känzler Kieselstein, toll. Sag einmal. Wo kriege ich eigentlich meinen Klumpert dann her? Oder wird man das einfach überwiesen? Ich würde sie gerne mehr anbauen. Aber das kostet so viel, oh mass viel Geld alles. Da ist die Frage, was man mit die machen kann. Ah, die sind zum Verkaufen, aber nicht schlecht. Gemüse, 23, eine Karotte, einen Wert. Na dann. Habe ich eine Idee. Ja, mach. 23 ist eine Karotte wert, das ist cool. Ich meine, ja, ich kaufe ja auch den Samen relativ teuer. Aber prinzipiell ist noch ein Gewinn dran und es passiert von allein. Also, ohne viel Zutun. Gefühlt ist hier aber immer Nacht, oder? Hey Sifu. Ich kann ja nur einmal mit dem
zu Harvest. Das dauert alles immer so lang. Ist da nichts irgendwas schnelleres Days to Harvest? Eher nicht. Was heißt das jetzt, ja? Kosten tut 7. Ah, 15. Und Wert hat 7, das Teil, oder was? Wenn ich es wieder zurückverkaufe. Warte mal. So. Ja, 7 hat es wieder Verkaufswert, das ist die Hälfte. Aber ich kriege so 15, 23 kriege ich eins und Ding. Ich werde auf jeden Fall einmal mehr machen, weil ich möchte. Es ist so schweineteuer. Ich würde das nämlich gerne alles einmal wieder dann mehr anbauen. Aber da muss ich mal investieren zuerst, aber ich habe nicht so viel Kohle. Scheiß drauf. Scheiß drauf, wird schon passen. So. Sonst sind wir mal fischen. Ich weiß eigentlich nicht, warum das am Anfang nicht ging. Was so rot war beim ersten Mal, im letzten Part haben sie gefahren, es war so rot. Wenn er springt, muss man auslassen, habe ich gehört. Zwergwels! Dafür, dass er einsammelt, er reinzieht, den ist die Angelroute aber ziemlich durchhängend. Schau, das finde ich jetzt mies. Jetzt will ich weiter angeln. Jetzt geht das hier nicht mehr? Jetzt muss ich immer die Angelplätze durchrennen, oder wie? Oh, schade. Was ist denn der einen wichtigen Dialog hat, der für mich... Ich kann dahin probieren. Ich weiß, das wird dann nachher dann nicht mehr so relevant sein, aber jetzt am Anfang zum Geld verdienen ist es schon ein bisschen eine zahre Angelegenheit mit den Angeln, weil man nur, genau, wirklich nur dann angeln kann, wenn irgendwo gerade so ein Blubberding frei ist. Und wie man gerade merkt, ist da nicht überall immer so ein Blubberding da. Warum geht das hier so arsch? Okay. Ich meine, es ist leichter.
Es ist auf jeden Fall leichter, als die ganzen Rehe zu fangen. Ich sag, aber irgendwie, ich mag das schon irgendwie. Das Spiel, wenn das so rennt. Per Fisch 31. Gut, wenn ich jetzt so ein Essen wandle. Müsste da eigentlich noch irgendwas dazu kommen. Jawohl. Ja, das ist nicht gut. Kamera zähwet mal ein bisschen in der Gegend rum. Ja, zeigt das stolz nachher her. Okay. Guten Morgen, mein Freund. Brauche ich gar nicht mehr zu dir gehen. Hallo. Bist du sicher an den Bootstegen angekommen? Das sind fantastische Neuigkeiten. Ist dir wirklich klar, dass der Austausch von Waren stets mit Vorsatz zwischen zwei Parteien abläuft? Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass ich jetzt einen Laden für Anleitungen habe, den wir in Austausch abwickeln kann. Anascha! Was macht das? Erhöht die Haltbarkeit der Angelroute leicht, wenn ausgerüstet. Brauche ich den? Mir geht es da nämlich eher darum. Danke. Dass meine Angelroute nach wie vor kein. Sorry, das hat irgendwie nichts. Cancel. Weißt was? Ziemlich alle gern. Ich verkaufe alles in dem General Store oder über meine Box. Meine Box ist sowieso viel cooler als das hier. Fuck. Ich bin da doch vorher rübergekommen. Zu Mama, Papa. Das Coole ist, man muss sich nicht so wie in Valheim oder so drauf konzentrieren. Dieses Bring-Geräusch, wenn man dann klickt, reicht auch noch vollkommen. Ja, komm, zeig das woanders her. Geh weiter. So.
Komischen Libellen oder was sind das da? Eins. Ging nicht so wie erwartet. Gut. Ab nach Hause. Geht das schon, mein Teller? Yay! Abflug. So, jetzt schauen wir mal, was wir sich herstellen können. Ob wir uns was herstellen können. Beim Versandhändler. Schauen wir mal. Beliebiger Fisch. Aber ich habe beliebiger Fisch. Muss ich die irgendwie zerlegen? Machen wir mal das andere, bevor ich mich um das kümmere. Fünf habe ich mal. Gut, dann brauche ich Holz. Warte mal. Das ist schnelle App, mag er nicht. Ja, jetzt fehlen 15 Reparatursatz. Verwenden Sie diese Reparatursets zusammen mit einer Reparaturstation, um Ihre Werkzeuge zu reparieren. Haha, ich habe aber keine Reparaturstation noch. Das muss ich mir noch irgendwo mal. Ja. Was will der? Ach, da geht's rund. Ich bin beliebter. Da sollen sich mal einen Messenger zulegen statt Postwege. Seid gegrüßt! Salutations and felicitations, fellow enjoyer of the act of fishing. Das ist der Einer, oh Gott. Would you like to learn more about this act? If so, please find me by the docks and I shall teach you. If you would not like to learn more, please do not come, by the lake and I shall not teach you. Ja, ja, ich, okay. Zeki. Here's a little something as thanks for your continued patronage, Paul. Come spend it all in one piece, mine. Glücksmünze, ja, die kann man dort verwenden. You just received a coin from Zeki. Use it on the wondrous machine inside of the shop for a price. Gut. Seid gegrüßt, Wicked. Du hast dich im Dorf schon eingelebt. Ich hoffe, die Bewohner sind zu dir so freundlich und zuvorkommend, wie ich es von ihnen gewohnt bin. Es gibt noch einen letzten Bewohner, den du kennenlernen solltest. Wenn du Zeit und Muße hast, so sprich bitte mit dem Drachen an seinem Schrein nördlich des Dorfes. Du bist vielleicht keines seiner Kinder, aber ich bin mir sicher, es wird dennoch in Kilima willkommen heißen. Der Kane. Zeki. Sieht so aus, als hättest du dir einen praktischen Dandy Zeki Expanded Backpack zugelegt. Wie geht es Ihnen mit dem zusätzlichen Stauraum? Keine Heimfahrten mehr, alle halben Sonnenzyklen, oder? Wie auch immer, sag nur danke dafür, Dragkunde. Ja. Nett. Verbahren sind im Werden. Jetzt probieren wir mal das aus. Ich habe jetzt eine Eisenaxt. Muahaha! Ja! Yeah. Haha! Ich fäll dich!
Follower. Direkt Splintholz. Na, das ist ja eine Optimöse, oder? Was gibt das her? Nix. Verdammt. Verdammt. Optimal. So, jetzt werden wir mal geschwind das da anbauen, weil habe ich vergessen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also wenn das Lichtkeimer sind, ist das okay, so wie was da eingraben hat, sonst nicht. Es schaut so lauernd wirklich so aus, wie wenn er pinkeln wird. Das mal auffüllen. So, aber ernsthaft jetzt. Wie geht denn das? Ah, dann darf, ja, darf auch Qualität natürlich verwenden. Wir machen mal eins. Die Fische waren ja vorher gleich viel, 31. Jetzt aber mal ernsthaft. Das ist immer nur eins mehr? Oder fehlen mir da noch Rezepte, dass ich das ein bisschen verbessern kann? Weil irgendwie ist das schon ein bisschen gar lächerlich, ne? Aber okay. Finde ich jetzt ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Ja, aber gut, okay. Warum nicht? Was tue ich sonst mit den Fischen? Muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist wirklich lächerlich. Also, na, also, da kann ich ja die Romats verkaufen. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich ein, warum ich das so handhaben muss, sollte. Was ist das? Ein Stein. Ein Steak kann ich nicht viel machen. Warum kann ich mit dem Steak eigentlich nicht viel machen? Weil ich zwei brauche, ne? Aber ist wahrscheinlich eh das gleiche. 13 für 1, ne? Das fertige. Naja, gut. Kommuniziere mit dem Drachenschrein. Wo ist denn der? Ich habe diesen Typen irgendwo schon gesehen. Ah, der da. Yeah. Okay, gehen wir mal in die Stadt. Jetzt habe ich ja was vergessen.
Erstens mal das zu essen. So komme ich mit Escape da nicht raus, wenn ich... Ja. Und zweitens mal, ich brauche für meinen Bogen diese komischen Pfeile. Ich habe ja keine Pfeile gerade. Es wäre nämlich praktisch, wenn ich Pfeile hätte. Ah ja, hier. Ja. 20. Das ist ja schon mal was Sinnvolles. Das ist ja nicht schon was so eine Reparatur. Das Set kostet, weil das reparieren kann ich in der Schmiede, soweit ich das gesehen habe. Aber Leute, ich denke, das machen wir nachher dann. Also im nächsten Mal machen wir das. Wir gehen noch zu dem nach links, weil interessiert jetzt mich jetzt schon, aber für mich steht jetzt an Survival Fountain of Youth die nächste Folge, dass ihr dann die nächste Folge seht, weil das ist einfach schneller vorbei als das Spiel. Ich möchte das so nebenbei mit abarbeiten. Ich bin mir sicher, dass nach dem Spiel hier, nach so Fountain of Youth im Wesentlichen nicht mehr Zeit ist, auch für das Spiel hier. Also jetzt ist es ein bisschen stressig für mich, ich möchte das halt dann mal dieseln. Das heißt, ich werde mich jetzt verkrümeln. Außerdem, was eben da hilft, 8 Stunden warten, alleine schon für das Ding, ist, finde ich, ja schon mal sowieso eine Hausnummer. Lange schon nicht mehr gehabt. Das letzte Mal in No Man's Sky, glaube ich. Maximum Focus increased by 250. So, Stamina interessieren. Du kannst deinen Fokus ganz einfach erhöhen, indem du isst. Wenn du Erfahrung verdienst, verbrauchst du einen Teil deines Fokus, um die Gesamterfahrung zu erhöhen. Dein Fokusbonus beträgt 25%. Dieser Wert kannst du erhöhen, indem du bei Schreinen Ansehen aufwertest. Hast? Ich kriege mehr EP durch das Zeug da oben. So habe ich das halt verstanden. Ja. Macht's was wollt ihr, Deppen? Ich habe letztens so ein Ding eingefangen und dann hat es überhaupt nichts irgendwie gebracht. Vom Ding her, vom Kohlemäßig. Ja, lasst mich alle lieb. Bin mir eigentlich gar nicht mehr so sicher, ob ich die anderen Werkzeuge will für das normale Abbauen. Reicht ja die? Wenn sie vor allem nicht kaputt wird. Ich sammle hier Low-Level-Mats eigentlich. Vielleicht ist in der Nebenumgebung dann eh schon bessere Mats für mich. Tot machen. Geht nicht. Das ist wie ein Small Line, schon wieder so ein Nicht-Schwimmer-Volk. Ja, seid mal ehrlich, das ist ja mit Angeln leichter. Auch wenn dieses Hin- und Herhupfen von der Kamera mal ziemlich am Sack geht. Jetzt hier, er fährt jetzt hin. Dann dreht er so nach vorne irgendwie ab. Weil er so ins Letzte ruckt. Ist das Ding wieder da?
Gott. Ich meine, ja, Treffer, aber es ist schon nervend. Vor allem, wenn die Dinger so nervend zu erlegen sind, dann will man sie ja gar nicht verkaufen eigentlich. Also, da behalte ich mir ja das Fell von denen, weil das hat ja vielleicht irgendeinen Sinn. Ich hoffe, dass es jetzt da nicht allzu viel Angestellten da sind. Um die Folge anzusehen. Wisst ihr, wenn das ein bisschen mehr hervorgehoben wäre? So wie bei manchen Spielen gibt es Klicken, um Erfolg einzusammeln. Dann wüsste ich jetzt, was ich da jetzt eigentlich gerade gemacht habe. Wenn das hier natürlich eine Dauerfangstelle ist, ist das natürlich was anderes zwecks der Kohle. Werden wir aber gleich mitkriegen. Er springt dahinter noch immer. Ist aber ziemlich farmy dann. Weil ich brauche da... Schon wieder? Ich brauchte ja teilweise 1500, 3000 von diesen komischen Münzen. Was ist denn da jetzt da? Ich habe Müll gefunden. Piratenrad. Ja, der hat wirklich nur, ist wirklich nur Müll. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Fangstelle hier nicht leer wird. Und zumindest macht es nicht den Anschein gerade. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, warum das bei den anderen Stellen nicht so war. Vielleicht ist das, weil das Standardfische sind, die was man dann immer wieder farmen kann, richtig. Und die anderen Sternefische sind irgendwie eben dann aufwendiger. Ja, hat doch nur 21 Wert. Daneben. Treffer. Komm schon! Jawohl. Nein, bleib da. Das ist eine Animation, müsste man irgendwie mit Klick wegmachen können, weil das ist, wenn man dann spätestens, wenn man Masse farmt, ja, glaube ich, ist es nervend, wenn er jedes Mal stehen bleibt und so macht oder so. Was war jetzt hin?
Das war wieder so eine Einmalfangstelle. Das ist richtig lustig, weil es muss ja einen Grund haben, warum die Einfangstellen da ewig bleiben. Oder es ist ein Bug. Könnte natürlich auch sein, dass es ein Bug ist, weil das vielleicht ja nicht so geplant ist, dass man da praktisch durchgehend... So, gehen wir noch abgeben. Hier ist schon wieder Zeit. Es macht Spaß. Jetzt dieses Rausfinden, was kann ich mitnehmen, was bringt wie viel, muss ich es verarbeiten, dass es mehr bringt. Es ist schon wieder so ein gespieltes Theorie-Crafting. Eigentlich ist es ja kein Theorie-Crafting, das ist eine Praxis dann eigentlich. Aber sowas mag ich. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, was ich wirklich am blödesten da machen kann, damit das am besten vorangeht. Das mit den Fischen ist schon mal ein guter Tipp gewesen vom Leo. Weil die sind, vor allem mit den Dauerfischstellen, einfach zu kriegen. Okay, gut. Ah, da Zecke. Du Zeck. Wie kein Wert. Fisch. 31. 24. 5 so Dinge. 100. Blumen sind cool. Die Blumen sind gut zum Verdingseln. 42. Das ist Blumianer. Noch fette Fisch. Noch fettere Fisch. Wir sind schon bei 500 angelangt. Seht ihr? Kann auch ruhig gegessen werden, um den Atem zu parfümieren. Gut. Stoff und Leder, ne? Ach! Echt Geldstore, da wollt ihr jetzt nicht rein. Oh, die Münze. Verlangsamungspfeil. Macht Sinn für die Viecher. So, wir brauchen 5 Leder, 2 Stoff. Ich sehe mich schon fischen gehen. Nein, ernsthaft, ich sehe mich fischen gehen. Ich werde mich aber mal ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es ja schon irgendwo online eine schöne Liste oder so. Was, wo, wie vielleicht gut wäre fürs schnelle Farmen. Aber das sehen wir eben beim nächsten Mal. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil es keine Haltbarkeit noch kostet. Gut, Leute, das war's. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal haben wir die Leder fertig und wenn ich dann weiterspiele, dann haben wir sich einfach mal das Leder rein und stellen das Ding her. Also ich werde hier maximal ein bisschen farmen. Jetzt. Ich werde da nicht sonderlich viel machen, weil ich möchte da nicht vorgreifen.
Also die 8 Stunden, was das Haus braucht, werde ich heute natürlich nicht mehr schaffen. Also weiß ich jetzt. Ich meine, das waren ja leider keine Indoor-Minuten, die vergehen ein bisschen schneller. Ich schau mal das an. Also sobald wir soweit sind mit Kohle mehr haben und ich oder ich herausgefunden habe, wie man viel Kohle macht, beziehungsweise nicht nur das herausgefunden habe, beziehungsweise die Zeit abgrenzt ist fürs Haus und dann wir auch das Geld haben für das für die einen Vogel wie ein Vogelquest, dann geht die nächste Aufnahme los. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Freut mich immer wieder, wenn ihr zuschaut, fleißig diskutiert. Das ist recht cool, das taugt mir. Ich lese auch die Kommentare alle. Ich bin nur manchmal nicht imstande, dafür zu antworten. Wenn ich es am Handy gerade irgendwo am Arsch der Welt lese, dann am Handy antworte ich da eigentlich dann nicht. Und dann dauert das ein wenig. Aber ich spreche es dann meistens in den nächsten Videos an. Von daher. Leute, der gleiche Satz, wie es uns da auch immer. Abo, like, comment. Nicht vergessen, meine Freunde. Bis dann. Und.